Yo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und auch ein Moin Moin von mir. Falls ihr das erste Duell von diesem Match noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung, dort ist verlinkt. Oder auch oben in der Infobox. Genau, und wenn wir irgendwelche Misplays machen, nimmt uns das Ganze nicht übel. Wir können natürlich nur daraus lernen, dazu ist das Ganze hier gedacht. Und natürlich euch auch die Decks, die wir spielen, näher zu bringen. Aber natürlich in erster Linie auch euch zu unterhalten. Und ich würde sagen, viel Spaß beim zweiten Duell. Let's go! Da ich die letzte Runde ja verloren habe, darf ich jetzt entscheiden, wer anfängt. Und ich würde sagen, Ragnar fängt an. Was? Okay, ich habe übel damit gerechnet. By the way, das Siden seht ihr an den Seiten, also wieder an den Balken, was wir gesidet haben, was wir rausgenommen haben, was wir reingepackt haben, etc. Und ich habe übelst damit gerechnet, dass ich nicht anfange. Okay. Ja, mal schauen. Beim letzten Duell habe ich angefangen, da lief es eigentlich relativ okay, sage ich mal. Also lief sehr gut. Meine Hand war letzte Runde auch nicht die schönste, muss ich sagen. Hast schon was aufs Board gemacht? Das ist ja nicht, ne? Aber das Problem ist ja, das musst du auch dann irgendwie in irgendwas umwandeln, ne? Das war das Problem dabei. Das ist dann die andere Sache so. Okay, möchtest du abheben? Bestimmt. Ja. Ja, ja, ja. Gehört dazu, denke ich, das Abheben muss sein. Beim ersten Mal auf jeden Fall, ja. Ja, so. Ziehen wir hier die 5 Karten und das sieht richtig prächtig aus, Leute. So. Ja. Beginnen werde ich jetzt einfach mal mit dieser Karte. Ja. Und norme mir den Rotbart. Ja. Und beende meinen Zug. Ja. Ja. Oh no! Das erinnert mich stark an das erste Duell, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ah, ich wollte die Karte, die ich gerade gezogen habe, erst raushalten, habe mich dann dagegen entschieden. Fuck! Zwillig Sister? What? No! Oh, warte, warte, warte. Alter, will er echt machen. Okay, ja. Ja. Kann ich nichts gegen tun, Beute. Ja. Gut, dass ich's getan hab. Ja, das ist jetzt richtig hart. Ich nehme Fuxi. Oh, warte, warte, weiß ich noch nicht, ob ich darauf reagieren möchte mit meinem Rotbart. Kannst du mal erklären, was er überhaupt kann? So? Der zweite Effekt ist eigentlich so noch nicht interessant. Der erste Effekt besagt halt, dass wenn er normal beschworen wird, dann darf ich mir die ersten 3 Karten meines Decks ausgraben und eine große Salamander-Karte auf die Hand nehmen und die anderen beiden werden dann zurück ins Deck gemischt. Sollte ich keine große Salamander-Karte dabei haben, muss ich alle 3 wieder zurückmischen. Uff, uff, uff. Ja, ich reagiere auf seine Normal Sum und zwar... du hast nur Feuer, ne? Ja. Ja, okay, das ist ein anderes Spielchen, wenn du nur Feuer hast. Aha, ja, nee, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ja, moin! Oha, das ist eine gute Auswahl, würde ich sagen. Kannst du uns hier ein bisschen. Ja, das ist jetzt schwierig, ey. Also, der hat jetzt einmal Spinny, Jack Jagger und Wille. Aber ich denke mal, das kann man relativ gut sehen, hoffen wir zumindest. Das ist jetzt schwierig. Er hat auch wieder Twister gesidet und zieht die auch wieder. Das ist so ne bei Shinsuke, ne? Er sidet einmal Pankertops, zieht einmal Pankertops direkt first hand, Digga. Das ist nicht normal. Wenn ich irgendwas side, ich sehe es im ganzen Duell nicht. Match. Nie im Leben sehe ich die Karte. Das ist das Herz der Karten. Das Herz der Karten. Ich glaub daran. Das Herz des Side-Ex. Oh, ich weiß nicht, ey. Das ist echt tricky jetzt. Ich nehme Spinny. Ja. Aber so schön hättest du irgendwie Licht oder so. Nee, Licht, Finsternis, sowas nee. In die Richtung wäre schön. Das ist gerade noch Feuer, Digga. Ja, ist auch was mit an. Und vor allen Dingen, er schießt Beute, ich brauch die. Bäm, bäm, bäm. Bäm, 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 bäm. Ja, so. Was machen sagen? Kann man nichts machen, ne? Ja. Tja. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Möchte der abheben? Yes. Okay, okay. Now we start. Now let's go. Ich leg den Fuxi weg für Signalux. Möchtest du mal suchen? Nee. Okay, hast du Heiligtum schon auf der Hand? Oh, warte. Warte, warte, warte. Ja, ich chaine da drauf und zwar mit dem Rotbird. Ich kann mir jetzt einen Plünderpatronenmonster von meinem
Extra-Like Spezialbeschwörung mit einer Eigenschaft, die ein Monster auf dem Spielfeld des Gegners oder in seinem Friedhof. Momentan hat er nur Feuer, also sollte das durchgehen oder geht das durch? Ja. Das ist in Ordnung. Dann hole ich Bran und es rüstet sich Rotblatt mit Bran aus. Heißt, seine Effekte sind Schnelleffekte. Ja. Und ich rufe ihn hier in die Mitte. Ja. Genau. Alle Unterweltmonster außer er selber bekommen jetzt 500 DK. Zusätzlich kann ich seinen Schnelleffekt aktivieren und eine Zauberfalle von dir halt winnen und diese verbannen. Ja. Dafür muss ich aber eine Plünderpatrouillenkarte abschmeißen und dann kann ich mir ein Plünderpatrouillenmonster von meinem Deck suchen. Ja. Genau. Das wäre soweit dazu. Okay. Hattest du jetzt Wille auf die Hand genommen? Nein. Nein? Hattest du dich schon auf der Hand? Nein. Na. Mann. Du wirst es nie herausfinden. Du wirst es nie herausfinden. Ich auch nicht. Ich werf Spinny ab, gebe ihm 500 ATK Push. Ja. Dann aktiviere ich den Effekt von Spinny. Specialty. Muss ich tun. Dann wird er verbannt, wenn er das nächste Mal das Spiel verfällt. Genau. Außer man überlagert ihn, aber wir haben ja keinen Hanks mehr. Und Shinsuke spielt hier diese Fist of Fire Fist. Der ist Rang 3 ist nicht, also von daher. Nicht mehr zu retten, das Vieh. Nicht mehr zu retten, das Vieh. Das ist nicht mehr zu retten. Ja, ich lenke die beiden weg. Ja. Für Sunlight Wool. Mhm. Dann. Geh durch. Ich aktiviere Heiligtum. Dann möchte ich drauf chainen. Und zwar möchte ich mir, jetzt muss ich kurz überlegen, einmal den Rotbart abschmeißen und ihn verbannen. Der wird nicht zerstört. Und erstmal rüstet sich Rotbart mit ihm aus und ich darf mir eine Plünderpatrouillenmonster von meinem Deck der Hand hinzufügen. Dort nehme ich mir den Blaubart. Das ist jeder Effekt once per turn, oder? Die du kontrollierst. Rüstiger, du kannst jeden Effekt von, genau. Den ersten Effekt habe ich ja genutzt, um Bran zu rufen. Den zweiten Effekt nutze ich jetzt, um Bran nochmal mit ihm auszurüsten. Nur damit da keine Verständnis, sag ich mal, Fehler aufkommen. Möchtest du nicht mal? Heiligtum ist weg. Okay, Blaubart auf die Hand. Und jetzt kannst du weitermachen. Ja. Dann. Ja. Gehe ich in die Mainphase 2. Ja. Sette eine. Jawohl. Gut. Diese gut. Und ich beende meinen Zug. Hast du ihn durchgelesen mit das Ring zerstören, ne? Dann das Ring zerstören sein, ja. Ja. Okay. Dann ziehe ich eine Karte. Also Draw Phase. Standby Phase. Kurz was überlegen. Wie viel deine Zwölfe den dienen oder den Gegner kontrolliert? Ja, dann aktiviere ich Brands Effekt. Ich werfe sie hier ab, also in der Main Phase. Mhm. Und möchte sie verbannen. Eigentlich kann ich sie jetzt auf Verdeck verbannen, ne? Nein, die muss offen verbannen. Und dann search ich mal wieder Monster. Dort nehme ich mir das gute Goldhaar. Goldhaar? Goldhaar, meine Freunde! Auf die Hand natürlich. Und dann als nächstes möchte ich hier den letzten Effekt von Werft aktivieren und zwar kann ich sie für meinen Friedhof setzen, indem ich eine Plünderpatrouillen-Zauberfalle wieder auf die Hand gebe. Also in meiner Zauber-Fallenkartenzone. Dort nehme ich ein Rotbart und setze sie. Aktiviere ich aber auch direkt. Und dann als nächstes, ich nutze ihren Sucher-Effekt und zwar werfe ich Goldhaar ab, um mir eine Plünderpatrouillen-Karte von meinem Deck der Hand hinzuzufügen. Remix. Und das wird sein Verschiffung. Wobei ich hätte mir auch Beute nehmen können, aber jetzt ist es zu spät, egal. Das passt schon so. Die nehmen wir uns auf die Hand. Er bekommt 500 Push durch die Werft. Für alle Plünderpatrouillenkarten in der Zauberfallenkartenzone. Heißt, er ist auf 3000. Dann normal ich mir hier den Weißbart. Der liegt jetzt unter hier der Extra-Monster-Zone. Mhm. Leg das mal so hin. So. Und dadurch, dass ich ein Plünderpatrouillenmonster kontrolliere, außer einem Blaubart, kann ich Blaubart specialen. Als nächstes gehe ich mit den beiden in eine Linkbeschwörung. Aktiviere keine der Effekte, bevor ich wieder den Fehler wie beim letzten Mal mache. Und zwar gehe ich in Nero-Fiber. Ich kann jetzt, wenn er Linkbeschwören wird, ein Empfängermonster der Stufe 3 oder niedriger von meinem Deck oder der Hand spezial beschwören. Leider habe ich ihn auf der Hand und zwar den Olyvon. Und als nächstes linke ich mir den Nero-Fiber weg und special mir das Linkkreuz.
Jetzt kann ich mir zwei Tokens specialen der Stufe 1 in der Höhe des Link-Monsters, was ich halt weggelinkt habe. In dem Fall waren es halt zwei. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Würfel. Ich hoffe, man kann das Ganze in Ordnung sehen. Und dann gehe ich hier in eine Synchro-Beschwörung mit den Olövern und einem der Tokens. Und zwar in Metallmarschierer. Mit ihnen kann ich jetzt ein Empfängermonster von meinem Friedhof spezial beschwören. Das wird sein hier Weißbart. Jetzt als nächstes, muss ich kurz überlegen, gehe ich mit Linkkreuz und hier den Weißbart, Effekt Weißbart, in Schwarzbart, also Effekt Weißbart, genau, und Schwarzbart wird gespecialt. Weißbart habe ich noch nicht genutzt, ne? Der specialt mir auf jeden Fall den Rotbart raus. Dann als nächstes möchte ich gerne mit den Empfänger Stufe 3 und den Stufe 1er in eine weitere Synchro-Beschwörung gehen, und zwar hier den Herold. Er kann, wenn der Gegner Zauberfalle oder ein Monster-Effekt aktiviert, sich dazu Boot anbieten und dann die Aktivierung annullieren und das Monster, also die Karte halt zerstören. Mit Weißbart habe ich jetzt was rausgespecialt, ne? Ja genau, damit habe ich den Rotbart gespecialt. Und da muss ich kurz überlegen. Das ist voll die Überforderung gerade für mich, ey. Er ist quasi so wie Weiß- und Rotbart, dass ich in deiner Runde also im allgemeinen Schnelleffekt nutzen kann. Und dann ein Plünderpatrouillen-Monster von meinem Extra-Deck spezial beschwören mit der Eigenschaft, wie ein Monster auf dein Spielfeld oder in deinem Friedhof. Momentan ist es bei dir, glaube ich, immer noch Feuer. Ja. Dann könnte ich jetzt noch einen Bran specialen und dann rüstet sich Captain mit den gespecialten Bran aus und ich darf eine Karte ziehen. Bei Herald habe ich ja gerade erklärt, war Negate. Wen könnte ich jetzt, was ich auch schon gemacht habe, halt abschmeißen, um eine Zauberfalle von dir zu verbannen. Rotbart hat den gleichen Effekt wie der Captain, bloß dass ich da nicht noch eine Karte ziehen kann. Also das so im Ganzen. Und natürlich bekommen alle den 500er Push von Bran. Also alle Plünderpatrouillen-Monster, er ist dann quasi auf 1500, er auf 2-1 und zusätzlich die Werft gibt auch nochmal 500 dadurch. Heißt, alle kriegen 1000 außer Bran. Bran ist auf 3000, er ist auf 2000 und er ist auf 2600. Dann gehe ich mit 2000 und greife deinen Sonnenlichtwolf an, verlierst du 200. Und dann greife ich mit 2600 deinen Sonnenlichtwolf an und verlierst du 800, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja. Dann bist du auf 7000 und dann greife ich nochmal mit Bran direkt an, das sind minus 3000. Heißt, bist du auf 4000. Jo, genau. Und dann als nächstes gebe ich meinen Zug ab. Wie groß ist dein anderer Kreis? Damit kannst du searchen, ne? Herold. Ist annulliert, genau. Ja moin, das bringt mir alles nichts. Nur weil ich am Anfang Missplay gemacht habe. Falsche Karte abgeworfen habe. Set, okay. Du bist. Drawface, Zambayface, Mainface und noch 4000 hast du, ne? Aktiviere den Effekt der Werft, werf mir Verschiffung ab, darf mir dann eine Plünderpatrouillenkarte von meinem Deck der Hand hinzufügen. Dort nehme ich den Weißbart. Und dann als nächstes möchte ich mir gern die Verschiffung verbannen und den Bran wählen. Der rüstet sich jetzt von meinem Deck mit einem Plünderpatrouillenmonster oder mit einem Emblem aus. Dort wähle ich das Emblem, heißt er bekommt 500 dazu durch den Effekt von Emblem und ist geschützt vor Wähleneffekte von dir. Und alle bekommen jetzt nochmal 500er Push, aber das können wir ja gleich rechnen. Ich packe mal hier die Würfel drauf, damit das übersichtlicher ist, mit was der ausgerüstet ist. Und zwar mit allen Zweiern. Dann als nächstes, ja, ich nommel noch einen weiteren Rotbart, überlager die beiden und gehe hier in ein Morek rein. Morek. Und den rüste ich auch mit einem Emblem aus. Der ist jetzt mit einem Einsern ausgerüstet. Er ist jetzt auf 3000. Er kriegt auch nochmal den 2000er Push, heißt er ist auf 3600. Und er kriegt 1500er Push, heißt er ist auf 4000, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und dann gehe ich mit Morek, mit den 3000er, in dein verdecktes Monster rein. Und dann mit Bran hatten wir 4000 gecallt. Direkt. Und das wäre jetzt Game perfekt. Genau.
Okay, Leute, das war das zweite Duell. Wir werden dennoch ein drittes machen. Einfach nur, weil wir daran Fun haben, Leute. Auch wenn das Match, sag ich mal, mehr oder weniger entschieden ist, aber wir können eigentlich auch noch zwei Duelle machen. Dann könnte man unentschieden rausholen, je nachdem, wie du möchtest. Gucken wir, wie das nächste Duell läuft. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wie immer nochmal im Outro. Wie ihr hier am Anfang gesehen habt, habe ich irgendwie immer die Glückshände mit dem Twin Twister oder allgemein, wenn ich die Karten reinzeide. Definitiv, oder? Wo Ragnar dann ja immer ein bisschen die Nachsicht mit mir hat. Ja, ja, hier Twin Twister oder Pankertops etc. Aber ich nehme dir das natürlich nicht übel. Das freut mich sehr. Sei es dir gegönnt, definitiv. Ja. Also von daher, da sieht man schon, dass ich da manchmal die besseren Hände habe, aber ich denke, das war heute nicht so ganz so erfolgreich, wie ich mir das erhofft hätte. Ich glaube, man hätte immer was besser machen können. Wie gesagt, irgendwann machen wir dazu Duellanalysen und dann kann man da noch ein bisschen mehr draus lernen. Aber auch so, wenn wir halt stetig Duelle machen, momentan ist es halt einmal die Woche, vielleicht auch mal jede zweite Woche, je nachdem, wie wir halt Zeit haben. Aber dennoch versuchen wir natürlich, so gut es geht, so oft es geht, halt Duelle zu machen, um da, sag ich mal, bisschen besser drinne zu sein, eine Routine zu haben. Und ja, dementsprechend dann auch weniger Missplays zu machen und ja, unser Deck so perfekt es geht halt zu spielen. Des Weiteren, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass wir momentan halt nur Plunder Patrol gegen halt Großmander spielen. Eventuell werde ich auch irgendwann nochmal Tenji gegen Großmander spielen, weil es wie gesagt momentan so ist, dass wir nicht oft Zeit haben, halt Duelle zu führen. Und wenn wir nicht oft Zeit haben und dann auch nochmal ein anderes Deck nehmen, was wir so noch gar nicht gespielt haben, sind Missplays mehr oder weniger schon vorprogrammiert. Von daher nimmt es uns nicht übel, dass wir momentan mehr oder weniger immer das gleiche Deck gegeneinander spielen. Könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, welches Deck gegen welches Deck spielen soll. Dann werden wir das auch nochmal machen, weil Shinsuke wird gerne nochmal bei Kühlen spielen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sehe ich das richtig? Genau, und dann kann ich zum Beispiel auch Zenka spielen, also die alten Krieger, weil die möchte ich jetzt mehr oder weniger nicht gegen Großmander spielen. Weil es einfach ein Fun-Deck ist und da macht es schon keinen Sinn, nur zuzugucken, sage ich jetzt einfach mal. Aber dennoch, wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen aktiven Daumen nach oben da. Wir wünschen euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen!